Jetzt müsst ihr euch beweisen. Naja, wenn's weiter nix ist, das machen wir schon irgendwie. Beweist, dass ihr würdig seid, mit mir zu segeln. Und ich bringe euch nach Florida. Mir einen Namen auf diesen Inseln zu machen, sollte Lizzie beeindrucken. Ich muss irgendwie meinen Ruf verbessern. Der Wirbelsturm hat uns so weit vom Kurs abgebracht, dass wir keine Lieferungen aus Malta mehr erhalten. Okay, 8000 EP. Sir, die Indianer greifen einige der Siedler an. Wir sollten diese Siedler beschützen. Okay, also wir haben eine gute halbe Stunde Zeit, um 8000 EP zu sammeln. Elite-Blasrohrschützen. Haben wir Infanterievernichter? Infusare ist eigentlich gegen alles effektiv. Naja, nicht. Die nur gegen Kavallerie. Okay. Indianer tot. Danke, Freunde. Nehmt euch, was ihr braucht und fühlt euch wie zu Hause in Havanna. Havanna. Die Blasrohrkrieger sind schwach gegen Kavallerieeinheiten. Wir sollten einen Stall errichten und mehr Kavallerie ausbilden. Errichten Sie den ersten Stall in Havanna. Das kriegen wir gerade noch so hin. Wie ich hörte, hatten die Kariben Havannas Handel mit dem Rest von Kuba unterbunden. Wir sollten das Gebiet sichern und den Handelsposten wieder aufbauen. Aber Vorsicht! Es gibt vielleicht noch mehr feindliche Eingeborene. Also mit denen werden wir doch wohl fertig. Ich schicke jetzt mal vorstehende scheiß Technik. Nehmen Sie den Handel blablabla wieder auf. Aua, das war mein Knie. Elizabeth Ramsey, Anführerin einer großen Gruppe karibischer Piraten. Also irgendwie ihre Angststärke ist hier im Vergleich zu ihm irgendwie nicht so der Renner. Yes? Tilliar. Aber immerhin kann sie auf Fernkampf kämpfen. So, nehmen wir mal 5 Husaris mit. Und 10 Armbrustschützen. So, damit sollten wir einigermaßen erstmal gewappnet sein, weil die Pikenknechte und diese Schwerttypen da halte ich für jetzt nicht so effektiv. Jetzt mal Pikenknechte wirklich schnell den Geist aufgeben. Und Husare schon ein gutes Stück durchhalten. Und Fernkämpfer sind allgemein so ganz gute Truppen, finde ich. Ja, ja, löscht sie ruhig aus. Ich habe nichts dagegen. Warten wir schnell auf die letzten paar Schützen und dann geht's los. Also uns gehört hier jetzt das ganze Dörfle, okay. Ja, bis auf der Handelsposten, das ist mal wieder nett. Na los, Schützen kommt her. Paris Burning, Lizzies Flaggschiff. Paris brennt. Lizzies Flaggschiff, benannt nach der Stadt, die sie am wenigsten mag. Ach so, okay. Ich habe gedacht, Paris ist die Stadt der Liebe. Wie man sich täuschen kann. Okay, also den Handelsposten wieder herklatschen. Ich denke mal, das kriegen wir hin. Ja, mit den paar Truppen aus Runden da. Ihnen Schatz. Den nehmen wir doch mal mit. So. Portolankarten von El Prole Guapo. Ach so, ja. Euch geht's nicht mehr so toll, oder? Na, der auch nicht mehr. Naja, mei. The fuck? Na gut, bringt EP. Frieden für die Welt und EP für mich 2. Wie die Schütze einfach nur eine Salbe dahin donnern und damit gleich 3 Typen mit ins Jenseits schicken. Ist schon toll irgendwie. Geht mit denen jetzt ab. Machen wir so ein paar komische Bewegungen, naja. So, die haben wir erledigt. Okay,
Lizzie reist in 20 Minuten ab. Gut, das heißt wohl, dass wir... Wie viel EP brauchen wir eigentlich? 8000, naja gut, das geht. Das kriegen wir irgendwie hin, was haben wir hier? Ach, schon wieder Portlagen gehabt. Garten. Genau, wir haben jetzt den Garten von El Polo. Wie ich hörte, habt ihr hier einiges Gutes getan morgen. Könnt ihr auch mir einen Gefallen tun? Dieser Indianerjunge hier braucht sicheres Geleit zurück zu seiner Familie auf der nächsten Insel. Findet die Indianer, die sein Kanu gestohlen haben. Setzt dann damit zur nächsten Insel über. Na toll, können wir nicht einfach einen Hafen bauen? Das wäre viel einfacher, finde ich jetzt. Commandement? Aber wir können keinen Hafen bauen. Was heißt ja mein Problem? Oh, ist. Ja, Junge. Ich habe. Ich hab was. Wow. Kampfstab gegen Infanterie. Naja, er könnte immerhin auf Distanz kämpfen. Unser Trupp geht zwar hier langsam wieder einen Berg runter, aber hey. Naja, gut, die Schützen machen ihre Arbeit gut. Naja, mei, dann holen wir uns halt die Scheißkarten. Und bringen ihn auf die nächste Insel. Nimm mich hin. Wieder in den Viehstall zurück. Okay. Nimm mich hin. Sollte hier nicht das Kanu sein? Wie das ausschaut. Kanu. Ist eigentlich. Ach, du stirbst gleich. Komm, reiß mal ein paar Typen mit. Genau so war es nämlich geplant. Wo ist denn mal der Viehstall? Wo ist denn der? Unglaublich viel Viehstall nicht. Der muss ja auch irgendwo sein. Ich nehme trotzdem an, dass das hier gemeint ist, aus der Friedhof. Müssen wir wohl einen bauen. In der Nähe vom Wasserstellen. Oh. Wow, die sind gar nicht mal so schlecht, die Elite-Blasrohrschützen. Oh. Wow, wie ist der Typ jetzt wieder aufgestanden? Es gibt einfach Dinge, die wir lieber nicht wissen sollten. Naja gut, 15 Armbrustschützen werden hoffentlich ihren Dienst gut holen. Bussaris könnten wir uns Dealer leisten. Eigentlich sollten es 10 Husaris werden. Also los, dann nicht üben. Ja, mach dich gut zwischen den ganzen Leichen. Naja gut, lauf einfach hier unten entlang, das wird schon werden. Wenn nicht, dann hast du halt gelitten. So schaut's nämlich aus. So, Truppen werden hier auch ganz gut ausgebildet. Ich glaube, die Penner jetzt schon wieder aus. Kirche. Da, 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 da. Warten wir, bis die Husaris gleich sind. Okay, unser Kanu ist erledigt. Jo. Ist hier fast gut. Indianer, Indianerstamm. Wow. Irgendwie bitter. Ihr seht mich nicht. Hey, Havanna, Spanier. Seminolen, Heid.
Ich habe diesen jungen Krieger nicht mehr gesehen, seit er sehr klein war. Da ihr meinem Volk geholfen habt, werde ich eurem helfen. Südlich von hier haben Männer mit langen Gewehren ein Heiligtum gestohlen. Bringt es zurück und die Kariben werden euer Dorf nicht mehr angreifen. Diese Krieger werden euch unterstützen. Bergen Sie das gestohlene Artefakt. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo es wäre, wäre ich happy. Vielleicht ist auch ganz sinnvoll, wenn wir mal diese Typen da schlachten. Einfach nur was EP bringt und damit wir die Kühe wieder bekommen. Oh Mann, da kommen gleich die nächsten. Also es ist gerade ein bisschen doof, aber egal. Na gut, wir haben noch Zeit, bis Lizzie abhaut. Ja, die EP, die sammeln sich, das ist gut. Ja, ich auch, also los. Ja, ist es... Oh, Mann. Es ist wirklich toll, dass du so motiviert immer aufstehst, aber es bringt dir nichts, wenn du direkt danach wieder niedergeschossen wirst. Oh, natürlich, ich verliere Osiris am laufenden Band. Ich glaub's dann nicht. Ja, Motivation ist nicht alles, was hilft. Voll aus dem Hinterhalt. Mann, sind wir fies. Da schlachte die einfach zusammen. Ach du, kein Handelsposten. Oh Mann. Na komm, jetzt macht ihr die letzten Kariben fertig. Huch, was haben wir gerade aufgesammelt? Nichts wirklich Wichtiges, oder? Ready? Tschüssel! Stimmt der da? Commandement? Gut, wir haben ihn wieder. Witz an Sache ist zwar, wir kommen da immer noch nicht rüber, aber hey. Hier gibt's noch einen Schatz zu holen, den Humans erstmal. Weil ja alles irgendwie EP-Schätze sind. Natürlich mit diese Portolan. Oh ja, das wäre cool, mal ein Portolan zu haben. So, 50 EB. Na gut, jetzt nicht die Welt, aber immerhin gibt es einen Schatzwächter. Wir gehen jetzt nicht wirklich... Der ganze Trupp geht jetzt nicht wirklich ins Kanu. Naja, wir nehmen einfach Dinge, wie sie kommen. Oh, hier. Sehen wir nur einen Heizanschutz. Naja, gehen. Gibt Besseres, so ganz ehrlich. Ja, Hauptsache Fuscherbude, ne? Ist das hier der Viehstall jetzt gewesen? Ach, hier ist der Viehstall. Oh. Ich find's echt toll, wie die da, wie viel sind das, 19, 20 Leute und 5 Pferde da reinpacken, das kleine Ding. Inklusive ein Ruderer und ein Gewehrschützen vorne drauf. Oh, das Kanu ist ja echt der Hammer. Boah, das ist ein hoher Angriff. So, nehmen wir uns am besten die Schützen. Vielleicht sogar als Hinterreihe bringst. Wenn nicht, dann sind wir halt dran. Wir müssen halt schon, dass die möglichst gute Angriffsschützen zusammenarbeiten. Reichweite 12, Reichweite 16. Geht schon mal. Also ist hier jetzt dieser Seminolenschatz? Jawohl. Ein Heilig... Kariben, ja. Verstehe sofort, was ihr damit sagen wollt. Oh Mann, woher haben die Kariben bitte eine... Warum haben die Kariben zwei Kanonen? Ach, da steht ja noch einer. Reicht vollkommen, wenn ein Husar da rankommt. Weil das irgendwie die Kanonen total stört. Toll, dass wir es am Morgen wieder lebendig bekommen. Ein Heiligtum der Kariben wert von 500. Schaut ja nett aus.